Hallo und herzlich willkommen zu meinen Tops und Flops aus den letzten beiden Monaten. Ich wollte gerne euch meine Favoriten zeigen von Januar und Februar. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich das im Februar, Anfang Februar total versäumt habe, das für Januar zu tun. Und da sind auch einige Flops jetzt dabei, die ich euch gerne zeigen möchte, die für mich persönlich Flops sind. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit den positiven, mit den schönen, mit den guten Produkten, die ich gerne und oft benutzt habe. Und da fange ich an und ich glaube, wer mir schon länger folgt, meine Videos regelmäßig schaut, wundert sich jetzt nicht. Das Produkt hat mich wirklich aus den Socken gehauen, so sehr, dass ich sogar ein einzelnes Video dazu gemacht habe. Das ist das Zauberpuder von Make-up Coach. Ich liebe es, ich benutze es täglich. Natürlich seht ihr in meinen Videos auch immer mal wieder andere Puder, denn ich möchte natürlich die guten Puder, die ich noch habe, die ich nicht abgegeben habe, die ich nicht ans Frauenhaus gespendet habe, die noch hier sind, nach und nach aufbrauchen. Und natürlich möchte ich für meine Videos auch eine gewisse Variationenvielfalt bieten und euch nicht immer nur das Gleiche zeigen. Das ist natürlich der Grund, warum ich auch mal switche zwischen den Pudersorten, Foundations und so weiter. Aber ich für mich im Alltag, ich drehe eben zweimal die Woche, ich drehe zwei Videos die Woche, die hier online kommen, meistens donnerstags und sonntags. Der Sonntag ist immer gesetzt, das wisst ihr. Manchmal kommt auch Dienstag eins oder halt Donnerstag, wie ich es so schaffe. Aber für mich im Alltag, an meinem Schminkplatz, da schminke ich mich ja täglich auch mit Produkten. Und ich finde, das ist immer so der Raum für die Favoriten, die ich euch dann auch zeige, die ich wirklich in meinem Alltag oft und viel benutzt habe. Und das ist und war eben dieses Zauberpuder. Ich habe es neu bekommen, habe gleich ein Video dazu gedreht, weil es mich so überzeugt hat. Ich mache damit Baking, ich setze damit meinen Concealer, ich trage das Produkt dick auf, ich trage das auf einen großen, fluffigen Pinsel auf und stäube es über das Gesicht. Es ist auf jeden Fall immer, immer schön und es hält mich lange matt und es sieht einfach immer gut aus. Und ja, ich liebe das. Wie gesagt, das könnt ihr online bestellen bei Make-up Coach. Ich schreibe euch aber alle Produkte auch unten nochmal rein in die Infobox. Und das heißt übrigens auch Zauberpuder. So, bevor ich es vergesse, ich habe auch in der letzten Zeit mal was bestellt. Und ihr wisst es schon, ihr kennt es schon von mir, wenn ich etwas online bestelle, gehe ich immer über die Seite von Igral. Igral ist ein Cashback-Unternehmen, ein Cashback-System. Da meldet man sich einmal an. Und dann kann man immer über die App bzw. am PC, da habe ich mir so eine Erinnerungsleiste reingeholt. Das ist ganz einfach, wenn man sich bei iGral anmeldet, hat man die Möglichkeit in seinem Browser, egal ob ihr über Safari geht oder über einen anderen Browser, kann man sich oben so eine Leiste, die ploppt dann immer auf, wann immer ihr einen Shop besucht, wo ihr iGral anmachen könnt. Das bedeutet, ihr kauft in dem Shop ein, ihr habt iGral aktiviert und von dem Betrag, den ihr in diesem Shop ausgegeben habt, könnt ihr dann entsprechend Geld zurückbekommen. Das ist aber vorher immer angegeben. Es sind manchmal 3%, manchmal 5%, manchmal 9%. Es gibt so Aktionen, dass man dann in Shop XY, wo ihr vielleicht sowieso gerne bestellt, plötzlich 12% bekommt oder so. Und dieses Cashback wird nach der Bezahlung, wenn ihr die Ware habt und habt sie bezahlt, gutgeschrieben auf euer iGral-Konto. Und ich liebe das, ich habe mir das jetzt so richtig angewöhnt und ich weiß, dass einige von euch das von mir schon mitbekommen haben und ihr habt euch netterweise auch über meinen Link angemeldet. Das könnt ihr jetzt übrigens auch wieder tun. Ich schreibe euch den Link von iGral unten auch nochmal mit in die Infobox. Was ich aber sagen möchte oder was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, ihr müsst es auch nutzen. Ich weiß, dass viele sich angemeldet haben und mir zum Beispiel über Instagram dann schreiben, ja, ich vergesse das immer und ich verstehe das gar nicht. Das ist so eine Menge Geld. Ich hole jetzt mal eben mein Handy und zeige euch mal, was ich jetzt schon wieder angespart habe. Das ist der Wahnsinn. Also wie gesagt, ich habe das bei mir am PC ja so eingestellt, dass ich das nicht mehr versäumen kann. Dafür einfach den Cashback-Melder installieren und sofort erkennt iGral selbstständig, wenn du im Shop einkaufst, dass es hier möglich ist, Cashback zu aktivieren und dann kannst du es auch nicht mehr vergessen. Und ich habe auch in meiner App, also ihr seid hier in meiner App, zum Beispiel meine Lieblingsshops mit so einem Herzchen versehen. Und dann sehe ich immer auf einen Blick meine Lieblingsshops, egal ob das Make-up ist oder Klamotten, die haben so viele Shops hier drin. Ich weiß gar nicht, ob das hier steht, wie viele Shops die haben. Ich glaube 1500 oder 1800. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich gucke jetzt mal auf mein Konto. Ich habe jetzt schon wieder, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, 160 € angespart. Weißt du Bescheid, Schätzelein, ne? Also ich gucke da auch ganz lange nicht drauf, was ich so spare. Ich denke immer nur einfach dran, über die iGral-Seite zu gehen, darüber zu shoppen, dann kommt mein Cashback automatisch auf mein Konto. Und ich habe insgesamt, ich weiß gar nicht, ob man das hier auch sehen kann, doch,
Ich habe insgesamt über 800 Euro Cashback gesammelt. Ich habe mir das natürlich in der Vergangenheit auch immer mal auszahlen lassen. Wenn ich dann 100, 200 Euro zusammen hatte und ich habe das gesehen, habe ich immer gesagt, das lasse ich mir auszahlen, davon erfülle ich mir einen Wunsch zum Beispiel. Dann aber wieder dran denken, wieder über eGral zu gehen und in dem Shop, was ihr möchtet, einzukaufen, da kriegt ihr wieder das Cashback. Also das ist, besser geht's gar nicht. Und ja, ich freue mich immer jedes Mal, wenn ich bei eGral shoppe und dann irgendwann mal wieder in meinen Kontostand hineinschaue und sehe, was sich da schon wieder angesammelt hat. Und ich möchte euch das nochmal ans Herz legen, das zu tun. Ihr spart wirklich einen Haufen Geld, beziehungsweise dieses Cashback-Geld ist für mich so ein bisschen wie ein Sparbuch. Und davon erfülle ich mir dann eben kleinere oder auch größere Wünsche. Bei den Beträgen kann man sich auch mal einen größeren Wunsch erfüllen davon. Und so sieht das Ganze dann bei mir am PC aus. Ich sehe also hier meinen aktuellen Kontostand und was ich bisher schon alles erspart habe mit eGral. Und als ich dann auf die Seite von Sephora gegangen bin, weil ich etwas bestellen wollte, habe ich hier anhand des Cashback-Melders, den ich mir zuvor installiert habe, sofort erkannt, hier kann ich sparen. Und gehe dann über diese Seite weiter zum Shop, mache dann hier meine Bestellung fertig, bestelle meine Ware und kann dann im Anschluss natürlich auch kurze Zeit später, so das kann bis zu 48 Stunden dauern, auch sehen, mein Cashback sehen, was ich sparen konnte. Ja, ihr seht, so einfach kann es sein. Dank des Cashback-Melders kann ich es jetzt gar nicht mehr verpassen, wenn ich irgendwo mit eGral sparen kann. Weiter geht's mit meinen Favoriten. Ich war sehr verliebt im Januar und auch im Februar in meine Nabla-Paletten. Ich habe euch schon öfter erzählt, dass ich Nabla-Paletten sehr liebe. Das hier ist hier die Dreamy 1 beispielsweise, die ich jetzt zuletzt häufig an meinem Schminkplatz hatte und mit der ich mich wirklich oft geschminkt habe. Hier ist ein schöner, dunkler, matter Braunton drin und an so, ja, es ist so ein Kupferton, aber auch so ein Champagnerton und ich liebe die einfach. Ich liebe die in ihrer Kombination. Ich kann auch dieses Lila ganz schön am unteren Wimpernkranz ausblenden. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die ich damit schminken kann. Und ich finde die jetzt, preislich ist es jetzt nicht so ein billiges Ding. Das ist schon wertig, fühlt sich auch wertig an, ist auch ein Spiegel mit drin und so weiter. Aber ich finde diese Qualität hier einfach so unschlagbar, dass ich gesagt habe, ich brauche unbedingt auch die Dreamy 2. Das ist sozusagen der Nachfolger und die habe ich mir dann auch natürlich an meinen Schminkplatz gelegt. Und das sind allerdings schon so ein bisschen ausgefallenere Farben, die ihr hier drin sehen könnt. Das ist mehr so für abends zum Weggehen, die Dreamy 2. Da sind ein paar ausgefallenere Farben drin, kräftigere Farben, schöne Glitzertöne. Aber auch hier die Qualität einfach nur Bombe. Das ist eben so für alltags mehr so meine Palette, aber beide zusammen, ich finde die beide wunderschön. Ich musste die euch jetzt einfach nochmal zeigen. Ich habe natürlich auch schon Looks damit geschminkt, dazu gibt es schon Videos. Und gekauft habe ich die bei Cosmetic for Less, beziehungsweise die habe ich zugeschickt bekommen von Cosmetic for Less im Rahmen einer Kooperation. Aber da kannte ich Nabla noch nicht. Ich habe mittlerweile noch die Secret Palette hier von Nabla. Und alle Paletten, die ich von Nabla getestet habe, sind einfach mega gut und deswegen wollte ich sie euch nochmal empfehlen. Bevor wir gleich zu den Flops kommen, versuche ich jetzt mal so ein bisschen schneller zu sein, um euch nicht zu langweilen. Ich habe zugeschickt bekommen von Sephora eine neue Marke, das ist eine Lippenpflege von Fresh und das ist so ein Karamell Sugar Lip Balm, was ich im Moment super gerne benutze. Sugar Karamell Hydrating Lip Balm. So, da muss man halt mit dem Finger reingehen, ne? Das schraubt man so auf, geht mit dem Finger rein. Ihr seht, wie fleißig ich das schon benutzt habe. Und dann trage ich mir das morgens sehr gerne dick auf die Lippen auf. Und ganz häufig vergesse ich im Alltag, mir danach Lippenstift aufzutragen, weil das so pflegend ist und so schön schimmert, schon für sich, also alleine, so. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, wie schön das schimmert. Aber das riecht einfach so lecker, so leicht karamellig und süß und ich bin damit super zufrieden und dann renne ich meistens erstmal einen halben Tag rum, nur mit diesem Fresh Caramel Lip Balm auf den Lippen und später trage ich mir dann erst noch einen Lippenstift auf und das finde ich total schön. Also ich bin sehr dankbar, dass sie es mir zugeschickt haben, dass ich es testen konnte. Alleine hätte ich es mir nicht gekauft. Ihr wisst, dass ich noch im, wann war das, Dezember, so viele Lippenpflegen getestet habe. Ich bin wirklich ausgesorgt, also ich habe wirklich ausgesorgt, aber das ist wirklich ein ganz tolles Produkt. Mag ich super gerne. Dann habe ich hier noch liegen den Smoke Liner, auch von Make-up Coach. Das ist ein Gelstift. Also ich habe mir früher immer Gel gerne aufgetragen mit so einem schmalen Pinsel. Direkt entweder die Wasserlinie oder auch oben am Wimpernkranz, weil dieses Gel in dem Töpfchen, was ich entnommen habe, einfach am allerlängsten hielt. Und das hier ist eben so ein Gel-Eyeliner in einer Stiftform und den muss man immer gut verschließen, wenn man den benutzt hat, weil er sonst austrocknet. Und damit kann man eben ganz nah am Wimpernkranz
seinen Wimpernkranz verstärken. Das bringt dem Auge mehr Ausdruck und das kann man auch super gut mit dem Pinsel nachher so versmatschen, damit das so ein bisschen rauchig aussieht. Und ich mag den so gerne, weil er wirklich funktioniert wie ein Gel, aber eben in Stiftform kommt. Und ja, das ist auch eins meiner Lieblingsprodukte geworden, die ich super gerne verwende. Dann habe ich ein Parfum nachgekauft, was es mal im Drogeriemarkt, also bei DM Deutschland, zu kaufen gab. Das ist von Jean & Len. Da gab es verschiedene Düfte, ich glaube 4 verschiedene für Damen und 3 oder 4 verschiedene für Herren. Das hier ist Jasmine Diva. Das ist also ein Jasminduft, ein erfrischer, eher süßlicher, angenehmer Duft. Und ich hatte mich sehr verliebt in dieses Parfum, vor allen Dingen auch, weil es so für alltags auch recht günstig ist, mit 17,95 €. Und hatte das gekauft, aufgebraucht, neu gekauft, aufgebraucht, neu gekauft. Und dann ist es aus dem Sortiment gegangen im DM. Das hat mich ein bisschen geärgert. Dann war meine letzte Flasche hier leer und ich habe gedacht, okay, gibt's halt nicht mehr, schade. Ja. Und ich habe es vermisst, so sehr vermisst, dass ich mich auf die Suche gemacht habe, wo es das noch gibt. Und es gibt es noch bei Amazon. Dort habe ich es bestellt für den gleichen Preis, 17,95 €. Und ihr seht, ich habe es auch schon wieder fast halb aufgebraucht. Ich sprühe da eben einfach voll gerne mit rum und ich sprühe mir das auch gerne so von Vipen in die Haare und ich rieche da gerne nach. Und es hält relativ lange und dafür, dass es so günstig ist, ist es für mich ein Bombenduft für meine Nase und ich liebe das einfach. Und deswegen zählt es auch natürlich zu meinen Favoriten. Ein neuer Favorit ist das hier. Und das ist von Fenty Beauty, da habe ich alle 3 Farben zugeschickt bekommen von den neuen Gloss Bombs. Und ich glaube, da ist der Name Programm, das ist also ein Lip Gloss, was auch recht schnell verschwindet von den Lippen, muss ich dazu sagen, dass ich heute auch trage. Das hier ist jetzt die Farbe, wie heißt sie denn? Sweet Mouth, also süßer Mund. Und das hat so einen dicken Applikator und das ist eben so ein Rosé, was man sich immer und immer wieder nachtragen kann. Ich finde es deshalb so angenehm, weil es einen schönen Glanz gibt. Man kann es immer wieder nachtragen, auch ohne Spiegel, weil ich eben so einen dicken Applikator einfach dabei habe. Ich persönlich trage gerne einen Lip Liner dazu auch. Aber das klebt nicht. Das riecht unheimlich gut. Und das macht nicht so einen doofen Geschmack im Mund. Das machen nämlich manche Lipglosse ganz gerne. Wenn man dann so mit der Zunge drankommt im Laufe des Tages, hat man manchmal so einen chemischen, fiesen Geschmack. Das hat man hier überhaupt nicht. Und ich liebe das. Ich liebe diese Gloss Bombs. Ich mag auch dieses dunkle Schokolid oder Schokolid. Gott, weiß ich. Also auf jeden Fall nochmal ein dunkler, den ich auch super gerne trage. Der hat eben ein bisschen mehr Farbe. Und den gibt es auch noch in ganz klar. Haarprodukte. Da habe ich was Neues ausprobiert. Ich glaube Anfang Januar habe ich mir das gekauft. Beide gekauft und ich finde beide wirklich gut. Und zwar sind es feste Shampoos, von denen ich hier rede. Ich habe diese beiden hier ausprobiert. Das eine ist von Balea, ein festes Shampoo Vanilla Sky. Das sieht so aus. Ich habe jetzt hier die Umverpackung nur aufgehoben, weil das Seifenstück, das Shampoo-Stück selbst liegt bei mir in einer Seifenschale in meiner Dusche und sieht auch nicht mehr so schön aus. Deswegen wollte ich mir halt merken, was es genau ist. Es ist also von Balea Vanilla Sky mit Vanilleduft ohne Silikone für jedes Haar. Ihr nehmt es einfach mit unter die Dusche, macht das Seifenstück nass. Ich reibe mir dann mit dem Stück selbst übers Haar und massiere das so ein. Und ich finde, das macht meine Haare quietschesauber. Die duften gut nach Vanille jetzt hier in dem Fall. Und ich finde das richtig angenehm. Also ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich das benutze. Und es ist sehr schön, wenn man es mitnehmen will auf Reisen. Das andere Seifenstück, was ich getestet habe, ist von Alverde, das feste Shampoo. Das ist jetzt der Kokosduft. Ja, mit Kokosduft, zertifizierte Naturkosmetik, normales Haar. Auch das ist, glaube ich, ohne Silikone. Da achte ich im Moment immer so ein bisschen drauf, oder? Ist das mit? Nee, Moment. Sind eben Sulfate sind da drin, Fruchtöl, Blub, Parfüm. Nee, ja, auch ohne Silikone. Und das ist eben rund und so blau. Und da finde ich den Duft nicht ganz so geil. Aber das reinigt auch sehr gut. Also ich bin so ein kleiner Fan von dem Balea Vanilla Sky geworden, weil ich hier den Duft eben gerne mag. Es ist in beiden das gleiche drin, 60 Gramm. Das eine ist eben so ein bisschen rechteckig und gelb wegen Vanille. Und das andere ist eben rund und blau. Ich finde beide gut. Ja, können da beide mal ausprobieren. Ich weiß, dass es noch ein anderes Seifenstück gibt von Nature Box. Da gibt es Avocado und noch ein paar andere Sorten. Das habe ich noch nicht getestet, aber ich brauche jetzt erstmal die beiden hier auf. Ich bin da echt mit zufrieden. Und danach trage ich eben noch mal eine Spülung auf und einmal die Woche auch eine dicke Haarkur, die ich länger einwirken lasse und so weiter. Aber das sind im Moment meine Shampoos, die ich benutze. Und ich finde die beide toll. Ich finde die Anwendungsart toll und alles andere irgendwie auch. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Dann kommen wir zu meinen Flops. Und da habe ich einige rausgesucht. Also, machen wir es kurz.
das wohl überflüssigste Produkt, was es gibt auf dem Markt, worüber ich mich jetzt schon mehrfach echt geärgert habe, ist ein recht teures Produkt, was ich für meine Videos gekauft hatte, um es zu testen. Und zwar ist das das Soap Brows. Mega gehypt, ganz neue Innovation, macht euch Seife auf die Augenbrauen und arbeitet das ein mit so einem Spoolie. Habe ich alles gemacht. Man muss diesen Spoolie, also dieses Bürstchen, nass machen und dann geht man eben in diese Seife rein, rubbelt da so drin rum, dann hat man eben Seife an diesem Bürstchen und dann kann man seine Augenbrauen nach oben bürsten und durch die Seife, die dann antrocknet, bleibt das alles ganz starr. Das ist ja so neue Mode irgendwie, also gerade buschige Augenbrauen und hingekämmte und schön nach oben, so die sollen dann auch ruhig zackig sein und so, das ist ja alles total in und deswegen wollte ich das unbedingt ausprobieren, weil ich habe eben nicht so buschige Augenbrauen, aber dachte, ich könnte das damit. Und es hat auch ganz gut funktioniert anfangs. Ich habe dann mal so einen Hauch zu viel davon genommen, dann sah das direkt Katastrophe aus, dann hatte ich so kleine Bröckchen hier in den Haaren, was sich auch nicht so einfach auskämmen ließ, es war irgendwie schmierig und nicht schön. Und dann habe ich es nochmal probiert, wenn die Augenbrauen schon fertig waren, dass ich nur nachher nochmal so leicht drüber gehe, aber auch das geht nicht, weil dann verschmiert man eben die Farbe, die schon drauf ist, auch Käse. Und wenn ich es als erstes mache und das halt in Form, sodass es gut aussieht, dann muss ich es wirklich gut antrocknen lassen, bevor ich dann mit dem Puder nochmal auffüllen kann. Und das Puder auf der Seife ist dann auch manchmal nicht so, also ich finde es völlig übertrieben. Da kann man auch, das Ganze kann man auch mit einer normalen Seife ausprobieren, am besten mit einer Glycerinseife, würde ich jetzt mal sagen. Macht das doch einfach mal, wenn ihr überlegt habt, diese Soap Brows zu kaufen, spart es euch einfach, das Geld dafür auszugeben. Testet das mal mit verschiedenen Seifen aus, was da vielleicht gut funktioniert für euch. Ich denke, dass eine Glycerinseife das ähnlich gut oder schlecht macht. Aber wenn ihr buschigere Augenbrauen habt und gar nicht so viel auffüllen müsst, sondern wirklich nur die Augenbrauen echt in Form halten wollt, testet das mal. Als weiteren Tipp habe ich schon von einer Zuschauerin gelesen, die macht ihr Bürstchen einfach mit ein bisschen Haarspray voll, so tscht, und kämmt dann ihre Haare in Reih und Glied und dann bleiben die auch ziemlich lange steif, so wie sie hingebürstet hat. Ist vielleicht auch nochmal ein Tipp. Aber das hier ist für mich echt ein Flop. Ich bereue das, dass ich das gekauft habe. Ein weiterer Flop ist ein relativ teurer Pinsel von Kevin O'Quan, den ich schon recht lange habe. Ich habe ihm immer wieder eine Chance gegeben. Das ist der Konturpinsel. Richtig hochwertiges Teil. Ich fand, der sah gut aus und ich wollte den gerne haben, um meine Kontur ganz gezielt hier unter den Wangenknochen auftragen zu können. Und das ist ja extra ein Konturpinsel. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass der Haare verliert. Und es gibt nichts Schlimmeres, als in Konturpuder reinzugehen und das dann aufzutragen und dann denke ich so, ist das jetzt fleckig? Nee, da ist ein schwarzes Haar, da ist ein schwarzes Haar. Fand ich total ätzend. Hab den gewaschen, getrocknet, wie ich das immer mache, ne? Ganz mild auch und so. Und hab gedacht, ach, der ist bestimmt auch super für Cremeprodukte, wenn ich eine Cremekontur auftrage. Und dann gehe ich in meinen Tom Ford Creme Bronzer zum Beispiel rein und gehe da so rein und nimm das raus und in dem Creme Bronzer sind dann die schwarzen Haare. Und ich kann das nicht ertragen, ne? Ich bin dann wirklich mit meinen Fingernägeln ran und habe dann die Haare da raus. Dann habe ich natürlich immer Beulen und Dellen in dem Creme-Konturprodukt gehabt. Und hier beim Auftragen auch nochmal Haare. Ich weiß gar nicht, wo die alle hin sind, die Haare. Also ich habe den so lange, den Pinsel, der hat schon so viele Haare verloren. Da ist jetzt bestimmt schon ein Viertel weg. Das ist schon bei mir im Mülleimer gelandet. Und ich finde, für den Preis und für diese Qualität, Kevin O'Quan, hallo, ne? Dann darf sowas nicht passieren. Da ist ja jeder Pinsel von Leni Brushes bei Cosmetic for Less besser. Die sind zwar, also ne, die sind wirklich günstig, die gibt es im Set auch günstig. Die verlieren manchmal hier so ihre Beschichtung. Da habe ich 2, 3 Pinsel von, die jetzt im Laufe der Zeit so ein bisschen ihre Beschichtung verloren haben. Aber hier oben an den Pinselhaaren passiert mal gar nichts. Die verlieren keine Pinselhaare, mit denen kann ich super arbeiten. Und Kevin und Korn bringt hier so einen Schrott raus. Also ich weiß es nicht, das war nicht. Und ein letztes Produkt, was mir nicht gefällt, das ist allerdings jetzt Stöhnen auf hohem Niveau, ist diese Palette hier von Charlotte Tilbury. Ich trage sie heute auf den Augen. Ich trage sie auch wirklich ganz gerne. Aber ich habe zu viele Kritikpunkte anzumerken, als dass ich sie empfehlen möchte. Deswegen landet sie hier auf der Flop-Seite. Ich habe diese Palette bestellt. Das ist eine Luxury-Palette. Palette Deluxe mit 4 Farben, 5,2 Gramm. Die heißt The Bella Sophia. Die Farben sind auch toll. Erstmal kam die an und ich habe gedacht, mein Gott, ist die klein. Also erstmal ist die Palette kleiner, als sie auf den Bildern scheint. Gut, bin ich selber schuld,
kann die Palette ja nichts für, ne? Habe ich nicht aufgepasst, wie viel Gramm da drin sind. Und das hier sind die Pfännchen. Auch die erschienen mir schon ziemlich klein. Ich war jetzt irgendwie sowas wie Nabla gewohnt, ne? Von der Größe her einfach, ne? Aber die wirkten halt schon auf den ersten Blick ziemlich klein. Dann, die Farben sind wirklich sehr schön. Und ich habe sie dann das erste Mal aufgetragen und verblendet. Die lassen sich auch ganz gut verblenden. Aber ich habe unterm Strich gedacht, so eine kleine dünne Palette mit nur 4 Farben, die jetzt auch relativ normal sind. Die habe ich auch in anderen Paletten drin. Ich hatte mir da irgendwie mehr von versprochen. Ich dachte, dieser Gold-Bronze-Ton hier ist ein bisschen besonderer. Ich dachte, der helle Ton hier zum Highlighten, der wäre irgendwie ein bisschen anders. Aber ich habe den auch von anderen Marken schön zu Hause. Also, es war ein Fehlkauf einfach. Und für den Preis, ich ärgere mich, dass ich diesen Preis dafür bezahlt habe. Denn ich finde, so eine 4er-Palette oder eine 6er- oder eine 8er-Palette kriege ich auch in der Drogerie in einer ähnlich guten Qualität mittlerweile. Und da habe ich mich eben einfach verkauft. Und deswegen ist die für mich auf der Flop-Seite gelandet. Ne? Also es wäre jetzt kein Produkt, wo ich zu einer Freundin sagen würde, boah, die ist so geil, ne? Da kannst du ruhig das Geld für ausgeben, ne? Mach das mal. Also da bessere Qualität. Nee, stimmt nicht. Ich muss jetzt sagen, hier meine Natasha Denona, mit der ich mich letztens geschminkt hatte, die erinnert euch vielleicht an den Karamell-Look. Das ist eine Bombenqualität. Da würde ich die 25 Euro auch wieder für ausgeben. Auch für die Mini-Palette, auch für nur 5 Farben. Das hat sich gelohnt dann im Vergleich, obwohl ich die auch schon teuer fand, ne? Aber hier die 4 Farben Charlotte Tilbury für den Preis, das würde ich nicht mehr ausgeben. Aber gut, das ist mein persönliches Empfinden, meine persönliche Meinung dazu. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eure Favoriten waren in dem letzten Monat oder in den letzten 2 Monaten oder dieses Jahr. Habt ihr da was Neues entdeckt, wo ihr sagt, Mensch, in 2020 habe ich das und das Produkt entdeckt und benutze das seither total gerne. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht schaue ich mir das ja dann auch mal an. Oder habt ihr auch so einen super Flop, wo ihr sagt, boah, ey, ich habe auch so einen Pinsel, der ständig Haare verliert oder irgendwas anderes, was ihr euch gekauft habt mit hohen Erwartungen, wo ihr dachtet, das funktioniert und jetzt euch ärgert, dass es überhaupt gekauft habt. Das könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Wie gesagt, es ist ja nichts böse, wenn jetzt jemand super mit den Soap Brows klarkommt oder den gleichen Pinsel hat und sagt, bei mir verliert er aber kein einziges Haar. Alles gut. Das sind jetzt nur die Produkte, die ich habe und wie ich das halt eben empfinde. Aber von den Favoriten bin ich wirklich sehr begeistert. Ich freue mich, dass ich das Jasmine Diva wieder gekauft habe und auch diese beiden Soap Shampoos für mich entdecken konnte. Die finde ich echt super. Und ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr das vielleicht schon getestet habt von der anderen Marke, von Naturebox, oder ob ihr eins davon habt, ob ihr auch so gut damit zurechtkommt und ob ihr das auch so gerne mögt wie ich. Was ich mir dazu gekauft habe, ist natürlich die Seifenschale, damit ich das besser aufbewahren kann. Sonst fliegt das ja immer irgendwie so lose irgendwie im Bad rum. Das wollte ich nicht. Ich habe eine schöne Seifenschale gekauft und da liegt das jetzt drin. Okay, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen, auch dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, tut das sehr gerne. Das könnt ihr direkt unter diesem Video tun. Das ist so ein roter Abonnieren-Button. Das ist kostenfrei. Aber ihr unterstützt mich damit, da würde ich mich riesig drüber freuen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Video. Tschüssi! Vielen lieben Dank an Igral für die Zusammenarbeit an der Stelle nochmal. Und euch wollte ich nochmal erinnern, in die Infobox zu schauen für das erhöhte Startguthaben von 10 Euro.